Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also mit mir. Heute gibt es ein Gericht, was ich schon ganz oft gekocht habe, aber noch nie verfilmt habe und ich dachte, es wird jetzt endlich mal Zeit. Es ist ein Rezept von Food with Love und heißt Honey Barbecue Chicken, gebackenes Honig Hähnchenbrustfilet. Absoluter Renner bei uns, von daher wirklich sehr empfehlenswert. Ich mache fleischmäßig die doppelte Menge, soßentechnisch dann auch die doppelte Menge. Das Rezept findet ihr auch auf dem Blog und in der App. Das heißt, wenn ich euch das Rezept verlinke, habt ihr die, sag ich mal, einfache Menge. Ich mache die doppelte Menge. So, ich habe mir hier an meine Wand mein Tablet hingehängt. Dann kann ich das immer schön ablesen. Ich habe jetzt hier 4 Hähnchenbrüste, das ist ungefähr 1 Kilo, seht ihr. Und bevor ich jetzt überhaupt anfange, wollte ich überall so einen kleinen Schuss Olivenöl drüber machen. Und, warte mal, hier mit meinem Dingenskirchen, ja, ein bisschen einschmieren. Und dann werde ich das ein bisschen würzen. Manu hat jetzt Salz und Pfeffer. Also bei ihr in der App steht es drin. Und ich nehme Salz natürlich und mein Brathähnchengewürz. Also hier in meinem Brathähnchengewürz, da ist auch schon ein kleiner Salzanteil drin. Und das streue ich jetzt einfach hier drüber. So, das ist jetzt hier in der Dose drin, ne? Und hier ist es als Tütchen. Das ist also mein Brathähnchengewürz, ja. Und das schmiere ich jetzt richtig schön ein hier. Dann drehe ich die Teile gleich nochmal um und mache das gleiche von der anderen Seite. Und dann machen wir auch gleich sofort die Soße. Also bitte, bitte uno momento, please. So, Hähnchenbrüste sind jetzt schon mal schön gewürzt. Ich finde, wenn da so ein bisschen Gewürz dran ist, was so ein bisschen Farbe hat, dann sieht das gleich ein bisschen lebendiger aus. Sonst denke ich immer, das ist schon scheintot, obwohl es ist ja schon tot. Ich wollte euch nur mal vorlesen, was alles drin ist. Paprika, Meersalz, ein bisschen Zucker, Zwiebeln, Oregano, Koriander, Kurkuma, Pfeffer, Thymian, Senf, Chili, Ingwer und Bockshornklee. Ja, kann Spuren von Sellerie, Sesam und Nüssen enthalten. Nur, dass ihr schon mal da Bescheid wisst. So, jetzt machen wir mit der Soße weiter. Ich mache ja doppelte Menge, das heißt 2 Knoblauchzehen. Ich kann ja eigentlich hier runter machen. So, Manu schreibt 5 Sekunden Stufe 5. Ich mache meistens 3 Sekunden Stufe 8. Ich finde, da wird Knoblauch besser. Jetzt finde ich meinen Spatel nicht, nehme ich den von Manu. Ja. Ist ja gut. So, schieben wir das runter, ja. Gott sei Dank sind es keine Zwiebeln, sonst wäre ich jetzt schon wieder am Plären. Öl hinzufügen. 10 Gramm Öl, das heißt also, ich mache 20, aber ich mache das eh immer frei nach Schnauze. Und wie lange macht sie das? 2 Minuten 120. So, Dille. Hört ihr, wie das zischt? Richtig schön und es duftet. Oh, Knoblauch ist ja doch schon was Feines, oder? Muss ich ja doch schon sagen. So, jetzt kommen die ganzen Zutaten rein für die Soße. Das ist nicht wenig. Und ja, also Tomatenketchup. Tomatenketchup haben wir drin. Dann kommt heller Balsamico. Ich mache nicht ganz so viel. Das war mir beim letzten Mal so ein bisschen sauer. Mal gucken. Ja, ich glaube, das lasse ich. Das reicht mir. So, brauner Zucker. Ne? Jetzt habe ich nicht mehr so viel. Jetzt kippe ich einfach das, was ich hier habe, kippe ich hier rein. Und den Rest schütte ich einfach mit weißem Zucker auf. Da könnt ihr natürlich auch eure Zuckermenge variieren. Ganz wie ihr das möchtet. So. Honig. Honig, Honig,
Honig. Honig darf natürlich bei einem Honey Barbecue Chicken nicht fehlen. So, 20 Gramm Worcestersoße. Da hoffe ich ja mal, dass ich hier noch mal was zusammenkriege. Weil das Ding ist schon bald am Ende hier. Aber es hat tatsächlich noch gereicht, die Worcestersoße. Früher habe ich mal Worcester gesagt, aber jetzt, ich wurde eines Besseren belehrt, dass das Worcestersoße heißt. Ist mir auch scheißegal, Hauptsache das schmeckt, ne? Ist ja eigentlich Latte. So, Senf. Aber ich bin ja auch nicht so der Senf-Fan, ne? So, jetzt mache ich mal. Senf haben wir drin. Da habe ich jetzt knapp 60 Gramm genommen. Ist ja auch die doppelte Menge. Ich bin auch bescheuert, aber trotzdem. So, Salz. Guckt euch mal dieses tolle Salz an. Von der Konsistenz her. Das ist das Pink Fleur de Sal von Manu und Joel. Richtig herrlich. Alleine nur zum Angucken und nicht nur zum Schmecken. So, Pfeffer. Das mache ich aus der Mühle. Immer so nach Gefühl. Das war's. Und das kochen wir jetzt. 10 Minuten, 100 Grad. Oh, meine Tochter schreibt gerade. Okay. 10 Minuten, 100 Grad auf Stufe 1. Okay. So, ihr Lieben, die Soße ist jetzt fertig, ne? Wir können das natürlich nicht ganz so kippen, aber das seht ihr auch gleich auf dem Fleisch. Oh, wenn man das schon riecht, dann zieht sich hier bei mir schon alles zusammen. In den sauberen Löffel. Hier ist also mein Fleisch. Wenn ihr das Surren hört im Hintergrund, dann ist das der Friend. Den habe ich nämlich schon angestellt. Der kocht mir mein Reis. Soße habe ich also ordentlich, weil wir mögen die wirklich sehr, sehr gerne. Und da kann man ruhig den Reis drin ersaufen. Das ist schon was Feines. Wer ist denn da? Ach, das ist Paco. Das sehe ich schon aus dem Augenwinkel, dass du das bist, Pacochen. Was hast du denn da? Oh, hast du dein Spielzeug? Komm mal her. Komm mal her. Komm mal einmal zu Mama. Komm doch mal einmal her. Komm mal einmal zu Mama. Komm mal her. Zeig mal. Zeig mal dein Spielzeug. Oh, der Paco, der hat wieder ein neues Spielzeug. Oh. Paco ist ja so auf Stofftiere fixiert und der macht das auch nicht kaputt, ne? Jetzt habe ich keinen. Jetzt, wo ich Zewa brauche, habe ich keins. Aber egal. So, ich zeige euch das mal. So sieht das jetzt aus, ne? Der Backofen ist. Oh, jetzt muss ich noch einen Hund rauslassen, Leute. Der Backofen ist auf 220 Grad Ober-Unterhitze aufgeheizt. Jetzt kommt das da rein für mindestens eine halbe Stunde. Ich lasse es aber länger drin, um da auf der ganz sicheren Seite zu sein. Geht jetzt hier schon wieder andauernd mein Handy aus, weil die Speicherkapazität wieder... Naja gut, Fleisch ab jetzt im Backofen. Und hier kocht jetzt mein Reis und dann sehen wir uns gleich wieder. Schwupp, guck mal hier. Das ist der Wichser vom Paco. Guck mal, ach, guck mal, der Hund. Der große, dicke Hund. So, ich würde mal sagen, das Essen ist fertig. Ich hole das mal aus dem Ofen. Schaut euch das mal an. Das sieht richtig mega aus. Richtig, richtig mega. Das stelle ich jetzt mal hier hin. Und der Reis in meinem Friend ist auch schon fertig, wie man sehen kann. Der quillt schon oben raus, den habe ich jetzt einfach nur noch ein bisschen warm gehalten. Ja, also ich kann euch versprechen, es schmeckt sensationell. Wer gerne so süß-sauer isst, das ist absolutes Highlight. Es schmeckt traumhaft, ich brauche keine Geschmacksprobe machen. Ich mache euch gleich noch ein schönes Bild. Rezept findet ihr bei Food with Love in der App und auf dem Blog. So, nochmal, gehabt euch wohl, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich drücke euch ganz fest, bis bald, ne? Ciao. Thank you.